Servus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was machst du eigentlich, wenn dir eine Kuh in deinen Fluss scheißt? Was meine ich damit? Wie bekommst du wieder Klarheit, wenn Situationen oder Probleme auftauchen, die von dir komplett unverschuldet sind? Wie zum Beispiel die aktuelle Gesundheits- oder vielleicht noch kommende Wirtschaftskrise. Wie geht man damit um? Wie bleibt man für sich selber klar, hat den Überblick, bleibt ruhig und gelassen? Und dieses Phänomen schauen wir uns jetzt direkt vor Ort an. Willkommen zurück. Wie gehen die meisten Menschen damit um, wenn Schwierigkeiten von außen eintreten oder eine Krise ist? Nachher geht man sehr oft in die Verurteilung, ärgert sich, kämpft gegen den Ist-Zustand oder für einen Soll-Zustand. In der Natur wäre das ungefähr so, als wie wenn da eine Kuh vorbeigeht, die scheißt in den Fluss und die Flüsse, alle Flüsse würden sich vereinen und würden sagen, wir müssen jetzt diese Kühe alle schlachten und es darf nie mehr passieren, dass irgendeine Kuh in irgendeinen Fluss hineinscheißt. So macht das kein Fluss auf der Welt. Was macht der Fluss? Was macht der Fluss, wenn von außen eine Verunreinigung passiert? Was macht er? Jetzt schauen wir gerade mal zu. Du siehst, das geht von selber. Der Fluss spült einfach frisches, sauberes, klares Wasser nach. Und zu uns hat man als Kinder immer schon gesagt, wenn das Wasser über 9 Steine, vielleicht sind es auch 15, wenn er über 9 Steine fließt, nachher ist das Wasser wieder sauber. Das heißt, einfach frisches, sauberes, klares Wasser nachfließen lassen. Wie können wir jetzt damit umgehen, wenn eine Situation von außen passiert, die unseren eigenen Fluss komplett verunreinigt? Wir haben gesehen, einfach frisches, sauberes, klares Wasser nachfließen lassen. Das heißt, aktiv bleiben, hellwach bleiben, klar bleiben. Schauen, was die Intuition zu der Geschichte sagt. Und gewisse Dinge nicht mehr machen. Nicht verurteilen, nicht kämpfen. Den gegenwärtigen Zustand, die Situation annehmen, so wie sie ist. Und einfach fließen lassen, einfach laufen lassen. Und wenn es derzeit notwendig ist, nachher müssen wir halt einen Moment warten. Na, warten wir einfach, bis der Fluss wieder sauber ist. Und vielleicht müssen wir einmal eine kurze Zeit ein bisschen fasten, mit dem auskommen, was jetzt da ist. Und nachher dauert es eine Weile und nachher ist der Fluss wieder sauber. Das geht ganz von selber. Und das wünsche ich dir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, nachher gib mir gerne einen Daumen nach oben und denk dran, diesen Kanal zu abonnieren. Denn dann bist du immer in der ersten Reihe, wenn wieder was Neues daherkommt. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Vierte Servus, mach's gut.